Okay. Der lange Gang ins Unbekannte in der alten Galvanik. Schauen wir uns das mal an. Die ist leider leer, das weiß ich schon. Ich war hier schon. Ich habe es noch nicht gefilmt. Sag ja nur eins. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So. Stockwerk für Stockwerk abchecken. Ist der Langgang. Man sieht hier auch nichts, also nur leere Büroräume oder ähnliches. Ein Feuerlöscher. Dreckiger Teppich. Hier steht frei, was war hier drin? Oh, das sieht schön aus. Och, hier komme ich ja gar nicht raus. Ich dachte, hier geht es auch durch die andere Tür raus. Das geht nicht, Licht geht nicht. So, das ist ein anderer Raum. Miniraum. Für Lehrlinge oder was? Also man sieht hier nicht viel von der Galvanik. In dem Bereich zumindest nicht. Boah, Geräusch. Vorsichtig die Tür, weil ich habe ein Geräusch gehört. Der Wind. Das sieht hier schon interessant aus. Zumindest hier wurde produziert. Hier sieht man die ganzen Bodenmarkierungen. Leider ist nichts mehr da. Man muss sich ja vorstellen, dass hier irgendwas stand und nicht mehr steht. Also hier wurde. Also hier standen keine galvanischen Bäder, das ist der Boden sonst falsch. Also das ist hier nicht der Bereich, wo solche Sachen standen. Aber irgendwelche Maschinen sind hier sicherlich gestanden. Ich weiß auch nicht, was das für eine Firma war oder was sie hier hergestellt haben. Ich habe das nicht herausfinden können. Tut mir leid, also das kann ich euch leider nicht so genau sagen. Ich bin nur auf den Gedanken gekommen, es müsste so eine Art Galvanik gewesen sein. Hier ist ein Treppenhaus. So. So, willkommen auf dem Dach. Unbefugten Zutritt verboten. Hier ist ja nur der Fahrstuhl. Die Fahrstuhlanlage. Uninteressant. Interessant ist natürlich. Mann, würde ich da gerne raus. Ich meine, der Bereich ist nicht so. Aber da hinten wird gearbeitet. Man weiß ja nie. Na, heißt das, sind welche auf dem Dach und man will der Ärger vermeiden. Ich sag nur eins, mach den Scheiß nicht nach.
eine Etage tiefer wieder. Oh nee. Ach du Scheiße. Oh nee. Also alles, alle Feuerlöscher entleert. Oh, aus Faulheit habe ich jetzt keine Sicherheitsschuhe angezogen. Jetzt tue ich meine Straßenschuhe hier dreckig machen. Ich wusste hier, also dass hier eigentlich nichts großartig kaputt ist. Was ist denn das? Das gelbe Licht, ja. Hier standen auch diverse Geräte. Also die galvanischen Bäder waren im Keller. Hier ist der Boden halt nicht geeignet für Galvanik. Nee, hier waren irgendwelche Maschinen, aber Kleinteile. Ja. Alles gut. Schauen wir uns mal den Raum an. So, was war hier? Weiß man nicht. Auf jeden Fall gab es hier wohl eine kleine Party. Eine Bacardi-Party. Ja. Drücken. Ich vermute, hier war ein kleines Labor oder so. Gut. Gut. Jetzt knallt die Tür zu. Oder auch nicht. Boah, das ist ja geil. So, ich brauche jetzt meinen Assistenten. Wo ist mein Assistent? Gut. Schaut euch das an. Normalerweise macht man das auch mit zwei Händen, oder? Gut. Schauen wir mal weg. Zu irgendeiner. Aber ich denke mal, wenn es voll beladen ist, dann geht es nicht so leicht. Weil das so ein Horrorfilm, da müsste man jemanden reinkutschen. Jetzt gehe ich da rein. So, und mein Assistent macht jetzt zu. Schafft es aber nicht, keine Ahnung. Kaputt. Nehmen wir das andere. So, die macht ja wirklich zu. Hey! Verhöhnung geht nicht ganz. Ja, aber da passt sich ja nicht dazwischen. Wenn ich hier voll geladen wäre, dann wäre ich jetzt am Arsch. Ja, danke. Ja, das sollte auch mal drehen. Macht es nicht nach. Doch, macht nach, macht Spaß. Ja, ja. Dankeschön. Ja. Nein? Nee, wir machen keinen Strom an. Okay, es geht weiter. Na, das sieht man ja. Also, Labor gab es auf jeden Fall, so wie ich es gesagt habe. Also, Labore und so weiter gab es hier auf jeden Fall. Also mit Chemie hat es auf jeden Fall was zu tun gehabt. Und ich bin immer noch sicher, eine Art Galvanik. So. Moment, wir gucken uns mal die Zone gelb an. Minder giftig. Dankeschön. Ja. Viele Leitungen. Also für große galvanische Bäder wäre es nicht möglich. Ja. So kleine Sachen, ja. Aber der Boden ist erstens nicht geeignet und zweitens ist er ja kein Auffangschutz. Deswegen
war hier sicherlich nichts. Aber hier waren auch Leitungen auf dem Boden. Also hier waren schon irgendwelche kleinen Sachen, vermute ich. Vielleicht haben sie auch Schmuck hergestellt oder so. Ich weiß es nicht. Hier könnte aber auch ein Labor gewesen sein. Also fehlt nur die Einrichtung. Ich kriege jetzt die Tür auf. So, drücken. Einfach drücken. Dämliche Frage. Wie kriege ich die Tür auf? Na, einfach drücken. Alles Mögliche schon kaputt. Ich meine, es ist nichts da, aber trotzdem ist was kaputt. Also, man kann auch nichts kaputt machen. Hier ist auch ein Treppenhaus. Keine Personenbeförderung. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Also hier sind wir in einem Bereich, wo definitiv diese galvanischen Bäder standen. Hier noch nicht, aber da war ich da vorne. Aber hier ist auch was ausgelaufen, das haben sie einfach so gelassen. Das sieht auch, ja, das war auch ein saures Bad oder irgendwas. Ja, unglaublich. Nicht richtig sauber gemacht. Aber so sind alle die Leute, kein Bock. So, hier ist dieser Säureboden. Säurefester Boden. Ja, abgegrenzt und so weiter. Also hier standen dann Becken mit ja, galvanische Bäder. Also die großen Bäder. Ich sag mal, hier waren die großen. Und oben oder so war Labor und so weiter und so kleinere Becken, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn was auslaufen würde. Hier ist noch eine Treppe. Die Uhr ist stehen geblieben. Hier ist auch stehen geblieben. Draußen rennt der Sicherheitsdienst von der anderen Firma spazieren. Sag lieber was arbeiten. Von vielen. Schauen wir hier rein. Nichts. Schläuche, ein Hubwagen.
Der Keller. Vorne war ein Raum, wo gefräst wurde. Fräsen. Ich denke, wir sind durch. Ich glaube, viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. So wie mal ein Treppenhaus. Doch, es gibt noch eine Sache zu sehen. Fällt mir gerade so ein. Na, hier. Hier geht's raus. Das war ich. So, angekommen im letzten Raum. Hier wird das Video auch beendet, indem ich die Kamera hier drauf lege. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.